Guten Tag, Frau Wissler. Hallo. Welcher Partei gehören Sie an und seit wann? Ich gehöre der Partei Die Linke an und ich gehöre der Partei Die Linke seit ihrer Gründung an. Wie alt sind Sie? Ich bin 37 Jahre alt. Bitte ergänzen, wenn Sie keine Politikerin wären, wären Sie? Vielleicht Lehrerin oder Journalistin. Wie sehen Sie sich, Stadt- oder Dorfkind? Ich bin zwar auf dem Dorf aufgewachsen, in einem Ort mit 3600 Einwohnern damals, wohne aber schon lange in der Stadt und würde mich eher als Stadtkind bezeichnen. Haben Sie ein politisches Vorbild? Ein Vorbild nicht so direkt. Eine Person, die mich immer sehr beeindruckt hat, war Rosa Luxemburg, die Kämpferin für Frieden, die für ihre Überzeugungen ins Gefängnis gegangen ist und die natürlich auch ja, als Frau in ihrer Zeit, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ganz Großartiges geleistet hat. Sie dürfen sich etwas wünschen. Welches Gesetz geht damit in Erfüllung? Ich würde mir vor allem ein Gesetz wünschen, das die Armut in diesem Land bekämpft und das allen Menschen unabhängig vom Geldbeutel ermöglicht, dass sie gesellschaftliche Teilhabe erfahren, dass sie Zugang zu Bildung, zu Kultur, ja zu den schönen Dingen des Lebens haben und dass die Armut in diesem Land bekämpft wird. Welche politischen Ziele haben Sie schon erreicht, auf die Sie besonders stolz sind? Besonders stolz bin ich auf die Abschaffung der Studiengebühren im Jahr 2008, wo die Linke zusammen mit SPD und Grünen die Studiengebühren abgeschafft hat und damit einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, dass Bildung sozial gerechter wird. Momentan ist die Realität in der Schule, dass Klassen nach der 4. Klasse getrennt werden. Sehen Sie das positiv oder negativ? Ich sehe das negativ. Ich finde, man sollte für längeres gemeinsames Lernen sorgen. Diese frühe Auslese ist ein Problem, weil man im Alter von 9 oder 10 Jahren gar nicht wissen kann, wie ein Kind sich entwickelt. Und deswegen stehen wir für längeres gemeinsames Lernen. Das wäre auch sehr viel gerechter und sozial ausgewogener. Und viele andere Länder machen das auch. Wählen ab 16, ja oder nein? Wir sind für das Wahlrecht ab 16 und haben das auch mehrfach beantragt und mehrfach gefordert. Was halten Sie von der Idee des kostenlosen ÖPNVs? Den kostenlosen ÖPNV finden wir eine richtig gute Idee, weil die Fahrpreise viel zu teuer sind. Und wenn wir das Klima retten wollen, wenn wir die Schadstoffbelastung in den Städten reduzieren wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass Menschen mehr Bus und Bahn fahren. Und da finde ich, der Nulltarif perspektivisch wäre da ein richtig gutes Angebot. Seit einigen Jahren wird über das bedingungslose Grundeinkommen debattiert. Wie stehen Sie dazu? Ich sehe das eher skeptisch. Ich bin dafür, dass jeder Mensch, der nicht arbeiten kann, aus welchen Gründen auch immer, dass er eine Mindestsicherung bekommt. Die muss zum Leben reichen und die muss auch sanktionsfrei sein. Aber ein bedingungsloses Grundeinkommen finde ich schwierig, weil ich der Meinung bin, von Arbeit muss man leben können. Und wir sollten lieber viel Geld in die Hand nehmen, um Arbeitsplätze in den Bereichen zu schaffen, wo sie dringend benötigt werden, in den Krankenhäusern, in den Kitas, an den Schulen, im sozialen Bereich. Und deshalb sollten wir mehr Arbeitsplätze schaffen. Ich finde es ein bisschen ungerecht, wenn die einen immer mehr arbeiten und Überstunden machen und andere, die gerne arbeiten würden, erwerbslos sind oder vielleicht nur ja, Minijobs nachgehen können. Von daher wäre ich für eine gerechtere Verteilung von Arbeit und nicht fürs bedingungslose Grundeinkommen. Was sind die Baustellen, die die Generation und die Politiker von morgen angehen müssen? Eine große Baustelle ist die zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich, dass die Schere immer weiter auseinanderklafft. Hier muss dringend gegengesteuert werden. Und natürlich muss man auch das Thema Klimawandel ganz nach oben setzen. Wir brauchen dringend Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Energiewende, zur Verkehrswende, damit eben auch unsere Kinder und Kindeskinder auch noch einen ja, lebenswerten Planeten haben und die Klimakatastrophe nicht immer weiter voranschreitet. Vielen Dank, Frau Wissler. Gerne.